Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock 2. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, als wir ja den anderen Big Daddy umgebracht haben, der uns angegriffen hat. Auch nur, weil die Headsplice auf uns geschossen haben. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Big Daddy auf den eine Little Sister auf den Schultern und noch eine hier rumliegen. Rumstehen. Ich hoffe, ich kann denn überhaupt das ganze Adam aufsammeln. Denn ich würde gerne alle mitnehmen. Wenn es geht. Dazu muss ich halt irgendwie das hier noch aufbauen, diese Leiche noch mitnehmen. Und dann hier unten weitermachen. Mit den Leichen. Dazu musste ich dann vermutlich erstmal hier hochgehen, ne? Ah, shit. Ah, hier ist vermutlich das Turmband, wo die Kombination drin steht. Schätze ich mal. Daniel, wir beide haben die Pläne für Rapture entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt. In Dr. Lamp liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl deiner Firma ein Geschenk für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder, und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. Das heißt, ich muss jetzt zu Pink Pearl. Und das ist... keine Ahnung wo. Wird mir jetzt angezeigt. Ich finde die Map immer noch nervtötend, weil das so relativ zu klein ist, dass man sich, die hätte viel größer sein müssen. Wow, ich werde nicht mal angezeigt, wo die Pink Pearl ist. Ja, ist wieder so typisch, ne? Nice. Groß. Mehr Melee-Schaden an. Ah, ich weiß nicht, ob das so viel bringt. So ist das denn hier? Ja, moin. Ich habe eine neue Waffe. Was ist das? Ja, da kommt keine, ne? Die habe ich auch schon befreit. Ja, moin. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremder. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Rohrpost. Aber nichts Dr. Lamp sagen, ja. Ja, wo ist das Notfallpaket? Ah, Hallöchen. Na, wie viel? Also ich habe jetzt so Sperrgun. Okay, wenn man den nicht direkt in den Kopf trifft, macht den nicht ganz so viel Schaden. Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. Aha. Digga, wie passiert das überhaupt? Das ist Beton, warum fließt da Wasser durch? Aha, hier ist der Pfarrer. Okay, hören wir das doch mal an. So. Verdammter Simon. Rapture ist also undicht, na und? Wenn man deswegen Rotz und Wasser heult, wird's hier nur noch feuchter. Hab ich recht? Nichts weist darauf hin, dass es an unseren Entwürfen liegt. Kann genauso gut Push der Baufirma sein. Aber nein, Simon kriecht zu Dr. Lamb. Ganz zerknirscht, weil wir keinen Auftrag mehr kriegen. Und als er wiederkommt, sagt er... er wollte schon immer Priester werden und er ist jetzt Pfarrer Simon Wales. Sein Glaube ist noch nicht mal katholisch. Jetzt gibt es zwei Götter, heilige Zahlen, den verdammten Charles Darwin und weiß der Teufel was noch alles. Wenn mir diese Sophia Lamb über den Weg läuft,
Dann klatsche ich hier eine und eine Kopfnuss gibt's noch mit dazu. Ja, gut. Bisschen brutal, aber hey, ne? Schick deine Tochter heim, du Freak. Ich wünsche dir das nicht. Habe ich gerade einen Autohack-Pfeil geschossen? Nein. Das war eh. Upsala. Mein Gott, jetzt. Ey, ich bin ein bisschen raus. Ja, sorry, Leute. Gut, jetzt habe ich hier halt ein paar Pfeile. Und hier ein bisschen Adam. Holen wir uns doch das Adam. Der hier hat Adam. Dann sammeln wir das Ganze doch mal. Schlafende Engel leuchten. Adam leuchtet. Siehst du das Licht im Bäuchlein? Ich werde ihr Daddy sein. Ich krieg dich, du elende Liebe. Schmeiß mich. Komm hier rüber. Das Mädchen ist hier. Rüber. Digga, willst du mich verarschen? Warum ist das immer wieder? Alter, geht mir das gerade auf den Nerven. Nice. Meine Fresse, was kam denn da für Gegner? Da merkt man einfach, wie unheimlich scheiße das ist, wenn man halt nicht die vernünftigen Waffen gerade ausgerüstet hat. So. Du gehörst also zur Seite. Hier ist mein Friedensangebot. Willkommen im beschissenen King Earls. Das muss Daniel sein. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Ey, willst du mich denn nerven? Ich dachte, das sind keine Zuschauer. Boah, Alter. Mein Gott. Woher kommen die ganzen Viecher, ey? Goddammit, ey. Also wirklich, hab mich ein bisschen gerade überfordert, die Situation. Nachdem ich wieder eine Woche lang nicht gespielt habe, wieder reinkomme in Balla Balla Balla. Narren. Macht's ein bisschen schwieriger. Besonders, wenn man halt damit überhaupt nicht gerechnet hat.
So. Machen wir das, was wir immer machen. Und zwar looten. Headshot. Aha, das darf ich natürlich nicht. Okay. Ja, die Leute sind ein bisschen krank hier. Klar, ich hatte schon einige Feuer zu meiner Zeit. Und die hatten alle ihre Macken. Aber ich glaube, Rupert schlägt sie alle. Er wollte immer, dass ich mich währenddessen hochspleiße. Meinte, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt, wenn ich das Fixen angefangen hätte. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier im Drop. That's true. Bade? Oh. Action, ey. Jetzt muss ich wieder schauen, dass alles läuft, ey. Es ist einfach nur Schrott gewesen. Wie assi. Einfach gebaitet haben die mich. So. Wie kommt das da überhaupt hin? Nee. Ich möchte eigentlich eher mehr freischalten. Ich habe zum Glück meine Shotgun hier noch wieder. Das hilft. So, was gibt's denn hier? Speere, Minigeschütze. Ja, freu mich wirklich. Woher kommst du überhaupt? Woher kommen die Splicer? Also ich meine natürlich, ich weiß, woher die kommen, aber why? Nerven die mich so hart? Ich hab Pläne für dich, Schätzchen. Das wird ein Mordspaß. Ja, moin. Alter. Wie krank die alle sind. Ach du Scheiße. Hier kann man... Alter. Das kostet $10. Kommt man das eigentlich rein? Gar nicht, oder was? Interessant. Dann gebe ich die doch mal ab, indem ich sie rette. Die Musik ist schön. Ja, hops. Hops rein mit dir. Na fein, den Rest schaffst du doch allein. Oh. Nope. Schick dich, mein Bruder. Hat das hier mal Lex, ey. What the fuck? Woher kommen diese Kabel? Dann nehme ich die jetzt mal mit. Bin schade, dass man es jetzt nicht mehr manuell machen kann. Aber hey, ne? Die denken auch, die wären unsichtbar, ne?
Nächstes Hörbuch. Scheiße. Ich bin blau und da kommen immer die Erinnerungen. Naja, ganz früher haben Simon und ich Kathedralen entworfen. Und wenn der Job erledigt war, dann hat Simon zum heiligen Thomas gebetet. Und ich hab mich besoffen. Ich war damals das schwarze Schaf. Der ganze Jesus-Quatsch konnte mir gestohlen bleiben. Dann sagt Andrew Ryan, er will Wales und Wales für den Bau von Rapture. Eine Kathedrale ohne Gott. Ein Monument des Aufstiegs der Menschheit. Die Baufirma hatte er schon. Einen Kerl namens McDonough. Ich bin ihr Architekt, sag ich. Und Simon zieht halbherzig mit. Jetzt habe ich Mädels am Laufen und er lebt in dem Wahn, dass er Seelen rettet. Pfarrer Wales! Nicht zu fassen, dass ich mit so einem Tortel in derselben Fruchtblase war. Hacker's Delight 2. Mit Hacker's Delight 2 wandelt dein Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Oh, das ist eigentlich geil. Kann man Teil 1 ersetzen durch Teil 2. Gut, der rennt dann weiter weg. Ich hab was gefasst, du Scheißbastard. Hier, ein Dock, die verschissene Taube. Licht in meinen Augen. Alter, woher kommt der Nächste jetzt? Digga, will der mich verarschen? Heute Abend hatte ich Kopfweh. Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten. Ich komme also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht doch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. 1919. Ich sollte den Scheißwein durch meinen Körper jagen und ihm dann lauwarm zurückschicken. Moin. Schnauze. Glaube, Delta. Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns. Daniel fehlte er. Pfarrer Simon Wales nicht. Der Gläubige stirbt nicht in Furcht, so wie du. Wir erreichen das Märtyrertum. Boah, Alter, seid ihr krank am Kopf. Gut, dann hätten wir hier ja das alles abgeschlossen. Wow, ich kann davon einfach nichts verwenden. Vergesst immer die Kamera zu nutzen. Naja, wenn's hilft. Aus Versehen geschossen, oder? Aus Versehen geschossen. So, dann habe ich jetzt den Code und dann. Lappen.
Verstehe aber nicht, warum die mir so viel Schaden machen. Ja, ich komme ja gleich. Gen-Upgrade, Plastid-Slot, Eve-Upgrade, Gen-Tunica-Upgrade. So, holen wir uns nochmal ein Eve-Upgrade, ein Gen-Tunica-Slot-Upgrade. Wieso nicht? Hilft doch nur. Das sind doch immer die schönen Upgrades, die man haben möchte. So. Das ist eine Big Daddy Puppe. Ne, das ist eine Big Sister Puppe. Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der Alley. Und dort sind auch die Pumpen. Da hinten hausen Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für Lamb rekrutiert hat. Ja, ne? Holen wir uns erstmal ein paar Verbandskästen. Dann adoptieren wir doch mal. Holen wir uns die Kleine doch mal mit. Lol, jetzt habe ich hier einen Bug, ey. Nice. Alter, Mann, sind das scheiß Bugs. Scheiße, sorgt er dafür, dass hier alles geballert wird. Gut, holen wir uns hiervon ein bisschen was. Und dann reicht das eigentlich. Mehr wollen wir gar nicht. Weil wir wollen, dass wir mit unseren Nieten und alles und jeden erschießen können. Netter Gesang. Haben sie sich gerade selber umgebracht? Das sind aber auch so verstörende Sachen, ne? Also wer bringt sich denn selber um? Das ist hart. Ja, ich weiß, ich soll das eingeben. Achso, falsch. 19. So. Schön einfach, ne? Ah, come on. Pfarrer Simon Wales, können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Weide getrieben. Und Simon. Daniel ist tot. Ermordet. Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit? Die haben dir den Saft abgedreht. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Mal später. Wisse, Bestie. Daniels Körper mag erkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Was haben die alle mit dem Lamp? Ich meine, das ist ja auch schon im ersten, im dritten Teil ist das ja auch schon so. It's too bad, easy. Die Sünde holt dich ein, Bestie. Und sie hat unzählige Namen. Ah. Warum kommst du nicht mal her? Warte doch auf euch.
Und ich find's geil, dass die Lilith hier die immer noch rumheulen, die Lilith. Das, obwohl ich die schon auf dem Arm habe. Eleanor Lamp ist unsere Rettung, Dämon. Du wirst uns nicht um unseren letzten Lohn bringen. Doch, werde ich. Ihr kranken Psychopathen. Fresse, bist du easy zu töten. Gut gemacht, alter Knabe. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier. Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. Ja, ich schon. Weil ich weiß, dass du nur alles auf Business haben wirst. Das heißt, du wirst mich spätestens verraten, wenn es für dich nicht mehr profitabel ist. Oh, gucken wir doch mal rein. Verbandskasten, Mini-Geschütze und einfach absolut gar nichts, was ich brauche, ey. So, ich würde hier die Folge beenden und man sieht sich dann hoffentlich morgen um 11 Uhr in der nächsten Folge wieder. Heute ein bisschen Action, bisschen Little Sisters wieder bekommen. Ja, und dann in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story und was uns so erwartet. Ja, das seht ihr morgen um 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.